Here's Lunar! Wow, this snow's wonderful. I've never seen such beautiful snow. Achoo! I'm getting sleepy. Stay awake, Marina. Don't go to sleep. Du bist ein scheiß Roboter. Was ein Auftritt. Was ein Mann. Die Stimme ist großartig. I've been expecting you. Achoo! Do you know what time it is? Well, wrong! It's boss time! Yeah, it's boss time! Achoo! I'm the strongest guy in the universe! The great Lunar! Achoo! Gee, it's getting cold out here. But that's okay, cause this will be a quick fight. Yep, I totally agree. Sniffle, sniffle. Also ich weiß nicht, was du sagst. Okay, ihn zu besiegen, es ist ein bisschen schwieriger. Wir können ihn nicht einfach nehmen und auf den Boden werfen. Weil meiste Zeit pariert er es. Und das, warte mal. Wenn wir, ich bin mir, wow. Und ihr seht, er ist ein bisschen, skillreicher als der Rest. Wir können auch eine Mine nehmen und sie ihm ins Gesicht werfen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Oh, das hat funktioniert. Ich war nie wirklich gut in diesem Kampf. Von daher. Komm her. Okay, vergiss. Er kann halt einige Attacken parieren, beziehungsweise. Ausweichen. Er kann einige Sachen machen, der Gute. Und. Um an den goldenen Kristall zu kommen. What the fuck? Nehmen wir es einfach mal lieb. Fuck you. An den goldenen Kristall zu kommen, müssen wir diesen Energieblaster einige Male. Genau, da haben wir es. Oh ja, jetzt keine Rücksicht mehr auf Rücksicht mehr auf Verluste. Jetzt wieder einmal. Fuck you! Ich weiß nicht, wie es geht! Here's Luna! Okay. Nein, lass mich los! Sag ja. Die drei Beastmaster sind um einiges stärker als die ganzen Gegner, die wir bis jetzt hatten. Die ganzen Weicheier von Gegnern. Oh, wir haben ihn besiegt. Und ignorieren ihn einfach. Well, it's confession time. Now tell me where you took the professor. Achoo! The old man is no longer here. Some other clans just took him. They had special orders, by the way. You didn't win. I lost due to the snow. Yeah, by the way, don't sleep there, or you'll catch a cold. Achoo! Und dann fliege ich davon. Glorreich! Wir kommen jetzt, the day before. Wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsteil in diesem Spiel. Zu meinem absoluten freaking Lieblingsteil. Das Level nach diesem Level. Aber hier wird schon mal einiges, erklärt. Was eigentlich schon am Anfang der kompletten Welt erklärt wurde. Oh, welcome! The Athletic Festival will start soon. This is the super rich hotel for folks from far away places. They spend tons of money. Ja, das ist ein Hotel. Das hier ist das komplette Hotel. Diese paar Lego-Blöcke aufeinander gestapelt ist das Hotel. Later in the stage, Luna will appear as Cerberus Alpha. Wow, das ist ein Spoiler. He's strong, so here's a tip. Listen closely, I have two tips. First, you can grab both the missiles and the lasers and throw them back. Second, you can check items you grab, especially the missiles. Don't be afraid to try it. Ja, aber es war irgendwie offensichtlich, dass er nochmal zurückkehrt. Ja, es ist trotzdem ein kleiner Spoiler, das ist ein bisschen eklig. It's freezing here and it's not rich either. I can sleep in the snow, I'll get the owner. Das ist das Geile, man kann ihn jetzt wirklich bis zurück verfolgen. It's freezing, have I been tricked? But I paid a lot of money. I'd better check it out. Da weinen die Kinder. Vor allem der Rechte, der sich so ein bisschen am Boden lang kriecht. Don't cry, kids, there's no bathroom or doors. It's horrible, I want a refund. Und sie gehen alle zurück. Es ist fantastisch. Dieses Hotel ist für den Arsch. This weather is torture. I'm always doomed to suffer. I'll make the owner suffer.
Die gehen alle bis zu ihm zurück. Das ist großartig. The guy up top is training for the 100 meter dash. Do you want to race him? Okay, you run on the lower lane. I'll say when to start. Till I say go, stay at the red pole. So. Wenn man hier zu früh geht, dann wird es auch registriert von dem Spiel. Set. Oh, das ist so gemein. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Komm, ich bin schneller. Habe ich gewonnen? Er hat gewonnen. Scheiße, er lacht mich aus. Er hat gewonnen. Egal. These Clancers are practicing skipping rope. Ups, jetzt habe ich mich nicht mehr zugehört. They didn't know that there was no skipping rope event this year. Ja, es gibt keinen Seilspringen, aber es gibt für uns Seilspringen. Ups. Für uns gibt es immer Seilspringen, nicht wahr? Liebe Leute, Seilspringen ist toll. Außer man versagt darin. So, das war richtig gut von mir. Jedenfalls, es gibt hier Seilspringen für uns. Wir können in den einfach im Takt springen. Das ist einfach so, was man machen kann, als die Scheiße, die ich gerade versucht habe, meinen eigenen Takt zu finden. So. Ich glaube, man muss das Ganze 50 Mal machen. Nein, 30 Mal Maximum. Bevor man... Bevor das Seil explodiert und man einen goldenen Kristall bekommt. Und das war das Level schon. Hier kriegt man so ein kleines bisschen Foreshadowing auf das, was als nächstes passiert. Und das nächste Event ist einfach wow für mich in diesem Spiel. Ladies and Gentlemen, welcome to the world's greatest athletic festival of the year. I'm Tech Clancer, the host of this year's festival. Thank you, thank you. Die Geräusche, die machen mich immer krank. Alright, is everyone split into two teams? Yep, the red and white teams. The team with the highest score wins, of course. And we have a lovely prize, Professor Fear. He has many uses: punching bag, doorstop, paperweight, answering machine, etc., etc. Stop! What? What's going on here? I don't think anyone will be happy with this prize. Hey, what have we here? It's me, the hospital director. Don't you remember me? Oh, I have some sad news. Do you remember Geolt from Neptune? Well, he passed away a few days ago. Yeah, it's sad. Say, are you going to the festival? Wenn wir zurückgehen ins erste Level, dann wird immer noch da sein. Aber egal. If so, why don't you join us? White team is weak this year and we could use your help. Ja, das weiße Team ist echt schwach. Let's see. Okay, here's the deal. If white team wins, I want the prize. You want that? I didn't think anyone wanted him. Fine, if you win, he's yours. Huh? I thought you guys wanted a prize for the festival. Nah, nobody wants the prize. We like the festival. But there are weird folks who like prizes. Da, der da weint. Er kriegt eine Nahaufnahme. Oh, Fio, you're great! Er will, ach guck, das ist so pervers. Der Typ will sich einen abwichsen auf ihn. Ich schwör's. Das ist so abartig. What the fuck? The day of. The day before und das ist the day of. The great festival müsste da eigentlich stehen. 100 meter dash. 200 meter dash, 400 meter dash, jump, ball, hurdle, math fun. Wir machen es nach der Reihenfolge. Um an den goldenen Kristall bei diesem Event zu kommen. Okay, ich lade erstmal die Dings. Tech Clancer's Rulebook. 100 meter dash. Rule 1. Everyone must start at the same time. And the first one to get the goal. To the goal line wins. Rule 2. Wait for the word go to start. No flying, please. Wenn man diese Regeln missachtet, wird man tatsächlich disqualifiziert. Rule 3. You can't jump here. So please press right repeatedly instead of jumping. Oops, it's time to start. Try to beat the record of 11 seconds. Er sagt sein, wenn man den Rekord besiegt, wenn man den Rekord schlägt, dann bekommt man den Preis. Oh, im Hintergrund ist es so gut. Wenn wir zu früh gehen, werden wir disqualifiziert. Und... Ups, ich hab schon versaut. No flying chances. Ich hab schon versaut. Ah! Okay. Es ist ein bisschen eklig. Es ist echt ein bisschen eklig.
come on, come on. Wir müssen die meisten Punkte kriegen, sonst gewinnen wir auch nicht den Professor zurück. Komm. Oh mein Gott, ist das ekelhaft! Oh mein Gott, ich glaube, der Controller ist dafür nicht gemacht. What the fuck? Oh mein Gott! 11 Sekunden, willst du mich verarschen? Okay, ich kann es vielleicht sogar schaffen, ganz ehrlich. Boah, 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 fuck you! Ah! Ich bin Dritter geworden, aber ich habe einen Weltrekord aufgestellt. Ich bin Dritter geworden und habe einen Weltrekord aufgestellt. Kann man sich das vorstellen? Ich will das jetzt nochmal machen, das kotzt mich jetzt an. Das ist so ein AIDS, ich schwöre. Komm, nochmal. Fuck you, okay? Fuck you, ich will Erster werden. Okay, ich habe festgestellt, man muss es mit der alternativen Steuerung machen. Es gibt eine alternative Steuerung hier. Ob man es glaubt oder nicht, komm her. Auf geht's. Nein! What the fuck? Komm her. Fuck you! Okay. Okay, diesmal schaffe ich's. Mein Arm wird abfallen, aber ich werde es schaffen. Das ist schwerer, als es aussieht. Es ist nicht so schwer, aber es ist schwerer, als es aussieht. Komm her. Oh mein Gott. Speedrun-Weltrekord incoming! Oh, fuck you all, fuck you all, fuck you all! Nein! Und das muss man in unter 11 Sekunden schaffen für den scheiß Goldkristall. Okay, das machen wir später nochmal. Ich bin Erster geworden und habe einen Weltrekord aufgestellt. Und Team Weiß kriegt 20 Punkte. Team White Go! White Power! Und so ein Shit, ihr wisst schon. Fucking damn it! Go! Go! Ich will weitermachen. Tech Clancy's. Tag Clancy's Rulebook 200 Meter Dash ist im Prinzip das gleiche. Für die Meter Dashes muss ich jetzt nicht nochmal alle Regeln vorlesen. Es ist dasselbe. Es ist halt jetzt nur doppelt so lang. Ich finde es auch richtig gut, wie die Japaner auf das amerikanische System scheißen. Und das ist einfach Meter. So. Der Weltrekord ist bei 2 Minuten. Ich hab schon wieder zu früh gemacht. Oh mein Gott. Ja, offensichtlich ist es bei der bei den Olympischen Spielen ist es auch Meter und nicht irgendwas anderes, Foot oder sowas. Ich find's gut, wie zwei von diesen Leuten einfach Hüte aufhaben. Komm, auf geht's. Komm, 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 komm. Ach Gott, ich mache jetzt extra langsam. Ich gebe mir die Scheiße nicht nochmal, weil ich danach noch 400 Meter vor mir habe. Also theoretisch müsste ich es in 22 Sekunden schaffen. Komm, 22 Sekunden sind drin, oder? Ja, 22 Sekunden sind drin. Müsste sogar ein bisschen schneller sein. 200 Meter, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mal Leichtathletik gemacht. Und 200 Meter ist tatsächlich die schnellste unter allen Laufarten. Weil du auf 200 Meter die höchste Geschwindigkeit erreichst. Weil über 100 Meter dann es ist schwer zu erklären. Über 100 Meter hast du niemals die Möglichkeit, deine Max-Geschwindigkeit so zu erreichen mit dem ganzen Start. Oder beziehungsweise... Ich weiß es nicht. Hört mir einfach nicht zu. Gott, schaltet aus. Ich laber nur Scheiße. Das ist Wahnsinn. Nichtsdestotrotz 400 Meter. Wieder haben zwei Leute Hüte auf. Das hilft einfach beim Rennen. Es gab... Okay, jetzt erzähle ich mal was richtig ist. Ich habe mal gesehen... Ich glaube, das war in der Olympischen Sommerspiele 2008. 200 Meter Lauf der Frauen. Da war die, ich glaube, es war tatsächlich Türkei. Die türkische Läuferin hat einen Burka getragen, beziehungsweise einfach war komplett verhüllt. Und das war relativ interessant, weil sie war nicht mal Letzte oder sowas, sie war noch Dritte oder sowas in dem Rennen. Oder irgendwas... Erstaunlich weit vorne dafür, dass sie eine verfickte Burka getragen hat. Ein Hijab oder wie auch immer das heißt. Ihr wisst schon, was ich meine. Sie war einfach komplett verhüllt. Finde ich, wenn sie es aus ihrer Religion herausgemacht hat, okay. Wenn sie es machen musste, auf Anweisung des Trainers, finde ich das ziemlich erbärmlich, weil so ihre Siegeschancen tatsächlich vermindert werden. Weil du hast einfach mehr Gegenwind, mehr Fläche.
bei der der Wind auf dich aufprallen kann. Das finde ich einfach schade. So, mehr Sachen zu den Olympischen Spielen. Ich war selber nie bei welchen dabei. Offensichtlich. Ich weiß nicht, warum ich grüne Kristalle gewinne. Ich kann damit eh nichts anfangen bei diesem Wettbewerb. Ich weiß nicht, warum Team Rot 10 Punkte bekommt. Die haben nichts verdient, diese Wichser. Fuck you, Team Rot. Fuck you, Team Rot. Jump. Jump ist relativ einfach. Weitsprung. Deck Clancy's Rulebook Long Jump. Rule 1. Jump as far as possible from the line. Rule 2. Each player gets 2 jumps. The white team will go first, the red team second. Rule 3. If you jump after the line, it's a foul and it won't count. Oops, it's time to start. Also, nicht übertreten. Die Regeln sind eigentlich wirklich relativ gleich wie beim echten. So. Das Beste, was man machen kann, ist im Prinzip nicht das, was ich gerade gemacht habe. Das war relativ wenig. Der rote. Ich habe einen Weltrekord aufgestellt, also so wenig kann es nicht gewesen sein. Aber der wird weiterspringen. Der wird auf jeden Fall weiterspringen. Der wird auf jeden Fall weiterspringen. Der ist wirklich einiges weiter gesprungen als ich gerade. Fuck, ist der weit gesprungen. Okay. Also. Aber wir sollten jetzt trotzdem am besten noch eins drauflegen. Das war auch nicht wirklich besser. Naja, ich habe trotzdem noch einen Weltrekord aufgestellt. Wusstet ihr, dass man für jeden Weltrekord $10.000 bekommt? Und von daher legen es viele Athleten nicht darauf an, ihren Weltrekord gleich von Anfang an so hoch wie möglich zu machen. Zum Beispiel ein Usain Bolt, der schnellste Mann der Welt, der schlägt seinen Weltrekord immer um ein paar Millisekunden. Und für jeden geschlagenen Weltrekord von sich selbst kriegt er $10.000. Leichtathleten verdienen nicht so viel wie zum Beispiel Fußballspieler, von daher ist es sogar sehr, sehr verständlich, dass er das so macht. So. Was haben wir jetzt? Ball. Deck Clans Rulebook Collecting Balls. Rule 1. Each team must throw the balls into the clan pot. Get as many in the clan pot as you can. You have 60 seconds. Rule 2. Marina, you're on the white team and must carry the clan pot. Collect wisely. Oops, it's time to start. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Es kann sein, dass ich es sogar verliere. Aber es ist eigentlich schwer. Die ganzen Dinge hier sind nicht so schwer. Also ich muss gelbe Bälle sammeln. Und natürlich, also das ist auch olympisch. Minen, die da geworfen werden. Ja, das ist sehr olympisch. What the fuck? Ernsthaft, ich weiß nicht, ob sowas hier olympisch ist. Komm her. Solange ich keine roten einsammle, eigentlich müsste ich jetzt schon gewonnen. Ich will die Minen einsammeln. Komm her. Kann ich die nicht einsammeln, die Minen? Also es ist jedenfalls absolut olympisch, diese Sportart, dass Leute Minen werfen und Leute irgendwie random Bälle werfen und es gibt erheblich mehr von der einen Farbe als von der anderen. Also es ist auf jeden Fall hocholympisch. Glaube ich, die olympischste Sportart, die ich jemals gesehen habe. Und sie wurde in Amerika erfunden, offensichtlich. Minen werfen. Wie gesagt, eigentlich habe ich schon gewonnen. Oh, nice. Finde ich strange. Man hätte noch andere Sachen. Man hätte bestimmt irgendwie Hochsprung oder so einfügen können. Vielleicht auch. Ich finde es nett. Ich finde dieses Event echt großartig, muss ich sagen. Ich spiele es wirklich sehr gerne. Gibt dem Spiel einen sehr, sehr lebendigen Touch. 7 Weltrekorde. Ich scheiß auf Usain Bolt, ich scheiß auf Michael Phelps. Ich habe 7 Weltrekorde bei den Olympischen Spielen auf Clancer Ball Planet. Man muss bedenken, dass der Weltrekord für 100 Meter irgendwas 8 Sekunden, nee, 9 Sekunden, 8 Sekunden? Ist es sogar schon 8 Sekunden? Hurdle Race. Rule 1. Everyone must start at the same time. And the first one of the goal line wins. Wait for the word go to start. No flying, please. Use your jumping skill wisely to fly over the hurdles. Regel 2. Nicht fliegen. Regel 3. Benutze deine Fähigkeiten sehr intelligent, um über die Hürden hinweg zu fliegen. Mir ist es tatsächlich erlaubt zu fliegen. Und das hier funktioniert nicht so,
wie ihr euch vielleicht vorstellt, dass doch, ich kann fliegen. Wie ihr euch vielleicht Hürden jetzt vorgestellt habt, das ist doch etwas besser. Das ist ein bisschen unfair. Yahoo! Komm, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er kommt niemals an und stirbt. Regel Nummer 2, du darfst nicht fliegen. Oh, eins kommt ja noch, ganz vergessen. Eins kommt ja noch, das ist die beste mathematische, Entschuldigung, die beste olympische Sport an. Mathe-Spaß. Oh ja, Mathe-Spaß. Regel Nummer 1. You're going to solve math problems. Answer as many questions as you can. Wrong answers won't be accepted. Rule 2. Grab the ball with the correct number on it. It's like a calculator. Grab and release the balls as needed. If you make a mistake, grab the ball with the return to erase your answer. Ja, es ist so, wie ihr es vorstellt. Es ist fantastisch. Mehr Fun. Warte mal. Es ist großartig. Ich liebe es. Ich habe es so gerne gespielt. So. Fang an. Ich glaube, das Spiel ist gepackt. What the fuck? What? What? Normalerweise müsste da oben in der Box, die Box dürfte nicht schwarz sein, sondern weiß. Oh Gott, ich muss jetzt raten. Ich kann nicht gewinnen! Betrug! Normalerweise müsste die Box da oben weiß sein und da steht dann sowas wie 2 plus 2 oder 4 mal 4. Und der Spasti. 4 mal 4! Ich wusste es! So ein Betrug, ich schwöre. 4. 46 ist die Antwort. 463. Ja gut, habe ich dann wohl verloren. Was eine Scheiße mit dieser Scheiße, dieser verfickten Scheiße. Wenigstens kann ich ihn in die Hand nehmen und umbringen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist so eine... Das ist eine gemeine Scheiße. Nur weil diese ROM... Ich glaube nicht, dass die ROM verpackt ist, aber wahrscheinlich ist irgendwas nicht richtig eingestellt. Das ist so unfair. Aber wenigstens kann ich meine geilen Gleitfähigkeiten zeigen. Guck mal, wie gut ich einfach am Gleiten bin. Schlimme ist, danach muss ich nochmal einen 100 Meter Dash in unter 11 Sekunden schaffen. Kein Weltrekord. Kein Weltrekord. Aber ich habe gewonnen. Ich kann den großen Preis an mich nehmen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Das ist Catastrophe. Aber erstmal, ich probiere jetzt noch einmal den 100 Meter Dash hier so live in Farbe zu schaffen. Ich weiß, ich glaube, es wird nichts. Oh, das kann ich jetzt schon vergessen. Oder? Oh mein Gott! Komm! Komm! Komm, 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 komm! Oh, das könnte! Komm! Ach, fuck you! Fuck you all! Ich hasse euch so sehr! Das ist so eine Scheiße, ich schwöre! Die größte Scheiße, die man sich vorstellen kann! Boah, ich fange jetzt schon an zu stinken wie ein verfickter LKW! Das Schlimme ist einfach zu starten, wenn die alle starten. Boah, ekelhaft. Okay, danach machen wir noch Catastrophe. Ihr könnt euch vorstellen, wie es aussieht, wenn ich den Scheiß... Ach komm, fucking Spastis! Ich... Ich möchte rechtzeitig starten. Ich darf auch nicht fliegen. Das ist unfair. Komm. Oh, das war, glaube ich. Das war, glaube ich, gut. Ich glaube, das war gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Könnt ihr es spüren? Könnt ihr es spüren, Mr. Krabs?
Oh, ich glaube, das ist richtig gut. Ich glaube, vergiss es. Du kannst mich mal kreuzweise. Das ist ja gar nichts. Okay. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich es geschafft habe. Wir machen jetzt noch das nächste. Catastrophe. Ich habe keine Ahnung, wer mir mein Goldkristall an Catastrophe kommt, aber wir werden es bestimmt nicht herausfinden gemeinsam. Goddammit. Goddammit. Thank you all. The game is over and the winning team is the white team. Das rote Team hasst sich. Okay, listen up. There is a wonderful prize for the white team. And the prize is Professor Theo. Professor, come on down. Und dann kommt eine Katze. Professor Theo has been kidnapped by Lunar. What a bummer. I'm Cat Clancer and I've come to destroy Marina, but I'm too weak. Let's settle this with a game of dodgeball. Only Marina and I'll play. Everyone else move. Das ist so gut. Und Marina ist so, oh, ich habe wohl den Professor verpasst. Naja gut, wenn dann lass uns Völkerball spielen, kein Problem. Sure, since Theo is with Lunar. Since you two are playing this game of dodgeball, I'll be the judge. Dodgeball rules. Number one, throw the ball and hit the opponent. Number two, the left slide is Marina's and the right side is Cat Clancer's. Each player must stay on their side again. On their side. Again, Marina on the left and Cat Clancer on the right. Rule, fight fair, and if you can avoid being hit by the ball. Oops, it's time to start. Good luck to you both. Okay, ich glaube, es wurde gerade erklärt. Wenn wir nicht getroffen werden, kriegen wir ein Goldkristall. So, wir müssen uns an die Regeln halten. Das ist der Punkt. So, komm her, gib mir deinen Ball. So, immer schön an die Regeln halten. Zum Glück versucht die Katze irgendwie die Blumen zu werfen. Fuck, ich hab mich gegen die Regeln verstoßen. So ekelhaft. So ekelhaft. Man kann auch die Katze direkt nehmen. Ach, weißt du was, da ich sowieso schon gegen die Regeln verstoßen habe, vergiss es. Fuck you. Fuck you einfach, okay? Hä? Haben wir gewonnen? Danke. You only won because you cheated, but I take you anyway. God fucking damn it. Dreckskatze, wir machen das gleich nochmal. Wir haben jede Menge Zeit. Ich bin einen Zentimeter über die scheiß Linie gegangen. Cerberus Alpha. Aber das ist dann nächstes Mal. Fuck you. Komm her, du scheiß Katze. Also, wie gesagt. Nur. Komm her. Die Bälle sind so behindert im Weg teilweise. Das ist abartig. Fuck you. Ich find's gut, wie da eine kleine Explosion rauskommt. Muss an den scheiß Ball rankommen. Gott sei Dank, das eine Ding ist jetzt explodiert. Komm her, gib mir den Ball. Gib mir den Ball, du scheiß Katze. Fuck you. Das geschieht dir recht. Komm her, gib mir den Ball. So behindert. So behindert. Komm her, du scheiß Katze, komm her. Es ist schrecklich, dass das Ding immer den Ball nimmt. Komm her. Fuck you. Goddammit! Das ist nicht so. Die wirft immer in so einem kleinen Bogen nach oben. Jetzt fuck you. Oh shit, ich jetzt fast versaut. Ja, du scheiß Katze, nimm den Ball. Fuck you. Fuck you. Okay, fuck you. Die Katze ist auf meine Seite gegangen. Sie wurde noch nicht disqualifiziert. Willst du mich verarschen? Dieses Spiel hasst mich so sehr. Fuck you. Jetzt habe ich aber gewonnen, oder? Oh, just as I thought. I knew you'd be good. Let's go see in Lunar and Theo. Just be sure to be careful of his missiles and laser beam.
He's always scolding me for riding on the missiles. He says that they are not toys. But they sure are fun to play with. When you shake them, they get bigger. Das ist ein guter Tipp. So, jetzt müsste ich eigentlich... Ja, Goldkristall kriegen. Und das 100 Meter Rennen werde ich noch nachtragen. Keine Sorge, keine Sorge. Goddammit, ich hasse euch. Alter, wehe, das zählt jetzt nicht. Alter, wehe, das zählt jetzt nicht. Alter, wehe. Wehe, das zählt jetzt nicht. Das zählt nicht. Das fucking zählt nicht. Das fucking zählt nicht.